Hallo Paddedei, Energie Cottbus hat den Aufstieg offiziell abgehakt. Wie fühlt sich das als Spieler an? Es sind noch 5 Spiele und auch ein Landespokalfinale. Ist die Mannschaft trotzdem noch heiß auf die letzten Begegnungen? Ja klar, also wie man sieht, ist es halt schwer für uns jetzt die letzten Wochen gewesen, weil wir halt jetzt auch gegen die Mannschaften, die oben waren, auch gepatzt haben. Und ich denke natürlich, das ist ein Rückschlag für uns, aber halt wir haben jetzt noch 5 Spiele. Da geht es trotzdem noch um Punkte und die wollen wir halt noch sehr ordentlich abschließen. Und ja, dann noch das Finale müssen wir auch noch gewinnen, dass wir halt jetzt noch die Chance haben, ins DFB-Pokal einzuziehen, also halt da mitmachen können. Und ich denke, klar, jeder ist halt geknickt, aber halt wir haben auch einen guten Trainer, der uns auch trotzdem aufbaut und halt wir auch als Mannschaft denken trotzdem halt Spiel zu Spiel und wollen halt jedes Spiel trotzdem noch gewinnen. Ist das Landespokalfinale das große Ziel, worauf jetzt alle hinarbeiten? Ja, nö, wir haben jetzt noch 5 Spiele, 6 Spiele mit dem und wir wollen halt, klar, natürlich alles gewinnen, aber es ist halt nicht so leicht. Und wir haben jetzt gerade eine Phase gehabt, wo wir in den letzten Wochen ein bisschen nicht so kompakt waren oder halt auch nicht gewonnen haben, sondern nur 1-2 Punkte geholt haben. Und deswegen halt, natürlich, also das wird auch schwer, auch jetzt gegen Fürstenwalde, wenn wir im Pokal sind. Und ich denke mal halt, klar ist auch ein wichtiger, wenn wir den Pokal gewinnen, ist auch ein sehr wichtiger Sieg für uns, dass wir dabei sind und auch für den Club und für die ganzen Fans und alles. Und ich denke, wenn wir halt da jetzt das gewinnen, dann oder jetzt am Wochenende gewinnen, das gibt uns nochmal einen Push. Und klar, gegen Stuttgarter Kickers wissen wir, wie sie sind. Die sind spielstark und wird auch ein ganz schweres Spiel. Ihre Zukunft ist auch offen. Energie Cottbus hat Ihnen eine Frist gesetzt mit dem Vertragsangebot. Sind das jetzt die Abschiedsspiele für Sie oder geht es nächstes Jahr weiter hier in Cottbus? Ich denke nicht daran, irgendwas wegen Abschiedsspiele oder so. Ich denke halt Spiel zu Spiel und da mache ich mich nicht so verrückt. Und die nächsten Tage oder vielleicht nächste Woche wird eine Entscheidung sein und dann werden viele oder ganz Cottbus Bescheid wissen. Geht die Tendenz eher nach Cottbus oder eher zum Abschied? Oh, das bleibt geheim. Lausitzer Rundschau. Täglich lesen, informiert.